Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen mal wieder bei uns zu Hause in unserer Küche. Nach den ganzen Messevideos und Autovorstellungsvideos möchte ich euch heute mal zeigen, welchen Lieblingsschokokuchen wir uns zubereiten, wenn wir unterwegs sind. Ich werde ihn in der Nonna machen. Ja, schon wieder in der Nonna, und zwar aus folgendem Grund. Ich werde auch bei der Nonna bleiben, wenn es ums Backen geht. Ich finde, in der Nonna ist die Gefahr, dass einem der Kuchen nicht anbringt, wesentlich geringer, als wenn man ihn im Omnia zubereitet. Deswegen gibt es heute mal einen Schokokuchen. Ja, die Zutaten, die sind wieder überschaubar. Wir haben Eier, braunen Zucker, Rapsöl, Vanillepaste, Milch, Mehl, Salz, Backpulver, Kakaopulver und ganz wichtig Schokotrops und natürlich Vollmilchglasur, wer möchte, obendrauf ein bisschen Deko und meine neue Form, eine 20er Form oder ihr könnt auch 18, 20, je nachdem was ihr bekommt, die hat jetzt einen Silikonrand und der Boden ist bereits eine Glasplatte, ich weiß nicht, ob ich euch das mal so zeigen kann, ja, man sieht es ein bisschen. Eine Glasplatte, auf dem ihr den Kuchen dann auch gleich servieren könnt, finde ich ganz praktisch. Also die ist ganz cool. Die genauen Mengen der Zutaten schreibe ich euch wieder in die Videobeschreibung rein und ich werde auch wieder diese Rezeptkärtchen machen oder die Rezeptkarte machen, die ich dann in die Community bei YouTube auch mit rein poste. Ich habe jetzt die Eier, den Zucker und die Vanillepaste in eine Schüssel. Und jetzt werden wir die schaumig aufschlagen. Oft mache ich ja irgendwelche Kuchen, wo man die Teige auch entweder mit der Hand oder mit einem Schneebesen verrühren kann. Aber jetzt in dem Fall mit dem Zucker und den Eiern schön schaumig schlagen, nehme ich ein Handmixgerät. Jetzt kann ich sagen, nicht jeder hat eins dabei, das ist richtig, hatten wir am Anfang auch nicht. Aber ich habe mir dann irgendwann einmal, ja, beim Action gibt es ja alles Mögliche und da habe ich mir dann einfach mal so günstiges Handmixgerät gekauft, das jetzt halt in unserem Wohnmobil wohnt. Ist auch ganz praktisch und ich habe das im Karton, von daher nimmt es nicht viel Platz weg und das Mega-Gewicht ist es jetzt auch nicht. So, jetzt kommt die Milch dazu und das Rapsöl und dann vermischen wir das alles wieder. So, jetzt sind wir schon beim Mehl. Dann ein Päckchen Backpulver. Ups. Den Kakao. Und eine Prise Salz. Auch das jetzt wieder alles schön durchmischen. Jetzt kommt das Wichtigste, die Schokotrops. Aber ich tue nicht gleich alle rein, sondern jetzt nur mal die Hälfte ganz, ganz vorsichtig mal unterheben. Und jetzt sind wir auch schon so weit. Jetzt können wir unseren Teig vorsichtig in die Form füllen. Im Rezept steht drinnen, dass man den Boden mit einem Backpapier auslegen soll. Das spare ich mir jetzt, weil ich habe jetzt ja die neue Form mit dem Glasboden. Da mache ich das jetzt natürlich nicht. So. Die Masse ist jetzt in der Form und jetzt nehme ich die restlichen Schokotrops, die ich noch übrig habe und die lasse ich jetzt einfach so vorsichtig von oben auf den Kuchen fallen, damit die dann ein bisschen so eindringen. Schön verteilen. Und das war es jetzt auch schon. Jetzt kann er in die Nonna. Die Form steht jetzt auf der Nonna. Hier sehen wir jetzt auch nochmal, wie die Schokotrops da oben drauf liegen.
Wie immer bei mir, ich habe das Dreieck unten drinnen, dann eine Form von der Nonna und wieder das Gitter mit drinnen. Warum mache ich das? Weil dann der Kuchen einfach noch ein Stückchen weiter weg ist von der Hitze. Jetzt kommt auch schon der Deckel drauf und dann haben wir ungefähr 35 bis 40 Minuten auf mittlerer Hitze. Die Zeit ist jetzt um, wir waren jetzt knapp 40 Minuten. So, ja, das sieht schon mal gut aus. Jetzt stellen wir ihn zum Abkühlen runter, damit wir dann noch den Schokoguss drauf machen können. Ein paar Stunden später ist der Kuchen jetzt abgekühlt und jetzt werde ich noch einen Schokoguss drüber machen. Also man lernt ja nie aus. Es ist zwar schön, dass jetzt der Glasboden unten drunter ist, aber man sieht halt natürlich auch, dass die ja fast keinen Überstand logischerweise hat. Und wenn man da jetzt einen Schokoguss drauf macht, dann ja, sucht sich die Schokolade natürlich ihren Weg und dann ist das alles überall, aber nicht mehr auf der Platte. Und ich habe auch festgestellt, dass wahrscheinlich ein Unterschied ist, was die Glasplatte sich recht erhitzt. Und man aufpassen muss, dass eben der Nonna, da wo mal die Hitze so direkt von unten kommt, der Boden nicht verbrennt. Also da ist es wahrscheinlich dann doch besser, wenn man diese kleine Springform nimmt, die ich zuvor auch gehabt habe. Die werde ich dann weiterhin für die Nonna benutzen. Und diese kleine Form hier mit dem Glasboden, die werde ich dann für daheim nehmen. So, jetzt tun wir die restliche Schoki noch drauf und dann verzieren wir noch ein bisschen. Und schon haben wir wieder einen ganz leckeren Kuchen aus der Nonna gezaubert. Viel Spaß beim Nachbacken und lasst es euch schmecken!